Hans Unter, du bist Präsident vom Einwohnerverein. Jawohl, genau, ja. Seit dem Jahr jetzt, ja. Was hat denn das überhaupt dem Einwohnerverein Werdenberg zu tun? Das sind ja bei Huttenhaar die wenigsten überhaupt im Städtli daheim. Ja, also Städtli ist natürlich nicht allein das Werdenberg, sondern die ganzen Häuser drumherum, dort hinter dem Kino, die Strasse gegen Hagei bis dort bis zur Tankstelle und das ganze Quartier dort, der Nädliweg hier und alles gehört halt auch alles dazu. Dann oben dran, im Locknerui dort, ist alles so Werdenberg. Also eben viele haben das Gefühl, es ist Städtli, aber Städtli allein macht noch kein Werdenberg. Wir sind eine Art Initianten, haben geschaut, was wir hier aufstellen können. Wir haben auch sonst noch Grössenordnung 10 bis 12 Anlässe im Jahr und schauen noch immer wieder ein bisschen etwas Neues zu machen. Und da ist dann uns eben auch die Kunstgeschichte ein bisschen in den Sinn gekommen. Und dann haben wir geschaut, mit wem wir das zusammen machen können. Dann sind wir auf die Kulturkommission gestossen und haben dann das mit ihnen zusammen können aufgleisen und mit der Unterstützung von ihnen. Und haben dann einfach auch unseren Mitgliedern die Chance gegeben, die sich da ihrer Passion hingehen, dass sie da ein bisschen etwas zeigen können. Und ja, so am Wochenende mal das Haus dörren mit Leben füllen. Es ist auch kühl charmant, gell, was so alles zusammenkommt. Ja, ist wirklich super. Es läuft alles ein bisschen ineinander. Es fängt vor dem Haus draussen schon an mit der Begrüßung von Skulpturen und dann über Bilder, über Handzeichnungen, dann wieder Tonfiguren und bis hin im oberen Stock, wo dann auch ein bisschen die farbigeren Sachen dann zum Zug kommen. Also es ist wirklich, im Vorfeld dörren wir jetzt schon sagen, gibt sicher eine gelungene Sache. Man hört sie nicht an, gell? Am Mund das Völkli, sie haben sich gut zusammengefunden, gell? Sie reden und prätschen schon zünftig. Genau, ja. Wir sind jetzt voll in den Aufbauarbeiten. Das eine und das andere fehlt noch, muss noch ergänzt werden. Und auch hier sieht man die 6 Künstler und Aussteller, die wir hier haben, die helfen einander und jeder geht für den anderen. Und ja, wir haben eine Art vom ersten Anlass weg, wo wir zusammengehockt sind. Bis jetzt heute ist das wirklich ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und so freut es einem natürlich auch, um solche Sachen wieder zu organisieren. Was ist denn da im Entstehen? Was ist da im Entstehen? Eine wunderbare Ausstellung. Ganz viele tolle Individuen stellen hier aus. Jeder hat sein eigenes Plätzchen gefunden und das ist doch super. Und alle vom Werdenberg? Ja, wunderbar, oder? Ja, unglaublich. Alle aus dem Quartier. Alle, eigentlich kennen sich alle und gleich entdecken wir jetzt hier so neue Seiten voneinander. Also, ja, ich finde das echt schön. Und das Zusammenwirken ist etwas Spezielles? Das ist es, wobei man sieht vielleicht, dass alle schon in einem fortgeschrittenen Alter sind. Also, jeder weiß ein bisschen, wann er muss, jeder weiß, wann er will und dann geht das ratzfatz. Es hat ja wenige Einwohnerinnen und Einwohner im Städtli. Man sagt, das Städtli sei ein Kraftort. Und ich glaube, das zeigt sich da irgendwie, dass es wirklich ein Kraftort ist. Das denke ich. Und so, wenn man sich so ausdrücken mit den Möglichkeiten des Schaffen, ich denke, da muss ja Kraft da sein, wo jedem Einzelnen, wo er die hernimmt, ob Städtli oder von innen her oder beides kombiniert. Also muss schon etwas dran sein. Unglaublich. Ja. Was machst du jetzt ganz persönlich? Was zeigst du da? Also ich zeige hier ein paar Werke. Und zwar habe ich gewischt mit Ölfarben. Und zwar heissen jetzt zum Beispiel die 3 Bilder hinter mir der Wandel. Und zwar geht es hier darum, dass wir alle im Wandel sind. Und je älter wir werden, umso wandelbarer werden wir. Aber vielleicht auch ein bisschen vergeistigter. Darum die feinen Farben. Wie bist du auf das gekommen? Also, weißt du, zu dem Wischen, das ist eine ganz spezielle Technik. Also ich hatte lange Angst vor der Leinwand. Also, ich habe kein Bild auf der Leinwand, ich habe alles auf Papier. Und das Papier hat mir ein bisschen Angst genommen vor der Leinwand, vor dem Grosswerden. Ich bin eher ein bisschen klein und für mich. Du bist nervös? Ja. Gell? Ja. Wenn sie da können, was die Leute dazu sagen. Ja, das ist, also man gibt ja etwas Preis von sich. Ja. Und wenn man etwas Preis gibt, dann ist man ein bisschen Blut. Also ich tue mich noch gerne mit Themen auseinandersetzen, die mich aktuell interessieren. Entweder von mir selber oder vom Umfeld oder Themen, die es vielleicht in den Medien hat. Also ich habe zum Beispiel jetzt etwas gemacht mit Luther Make-up. Schwämmli und Lippenstift. Und zwar ist das für mich das zweite Gesicht. Jetzt, wo wir so viel
sieht, dass junge Frauen sich derart schminken und sich in den Medien so darstellen, dann ist für mich das schon noch etwas, wo man ein bisschen muss sich darüber Gedanken machen. Und dann mache ich mir dann und ich probiere dann, mir ein Thema zu suchen. Wie setze ich es um, mit welchen Materialien? Und dann entstehen manchmal ganz verschiedene Sachen. Also das können einmal jetzt da die Herrenpinsel sein und der Ferrari. Oder zum anderen eben die Kosmetiksachen, die mich sehr zeitgemäß dunkeln. Ist das eher Kindergärtnerin oder eher Buchhändlerin? Frau. Aber, und es braucht irgendwie Mut, gell? Man ja. hat diese und jene Idee, aber um es dann wirklich auch nach außen zu tragen, das braucht schon Mut. Das ist so, ja. Man setzt sich ja dann in gewissen Diskussionen aus. Und das, ja. Aber ich denke, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und gut recherchiert hat für sich selber, dann kann man auch zu den Sachen stehen, die man zeigt. Sacht und zwei verwachst, stehst du auf und dann probierst du etwas. Habe ich auch schon, ja. Ja, Nachtschicht. Das passt schon. Da ist man immer ein bisschen dran, gell? Ja. Eigentlich, wenn man mal so eine Idee hat. Zum das verfolgen. Kann man dann auch nicht abstellen. Ja. Stimmt. Hast du eine Unterstützung von der Tochter? Hast du mal vorher hinter dem Plastik gesehen? Ja. Ja. Sie hilft dann einmal Material zuführen. Manchmal sieht es ein bisschen wild aus im Arbeitszimmer oder in der Garage. Wie bist jetzt du auf das gekommen, was man hier hinten dran sieht, auf die wunderschönen, ich weiß nicht, wie man das sagt, Zeichnungen, oder was ist das genau? Ja, ich würde sagen Bleistiftzeichnungen, ja. Dazu gekommen bin ich eigentlich, nachdem dass ich gesundheitlich aufhören musste zu arbeiten, hatte ich Reha, hatte Kunsttherapie gehabt, und das hat mich dann animiert, da, einfach ein bisschen mehr zu machen. Und vor allem habe ich dort gelernt, dass man nicht werten soll. Und darum habe ich mich jetzt auch getraut, zum Ausstellen. Du bist immer wahnsinnig freundlich auf die Leute zugegangen, aber du warst immer sehr dreifig gewesen, oder? Du hast immer das Beste wollen für die Leute rausholen. Ich kenne dich als Autoverkäufer und so weiter, gell? Also, was ist denn jetzt mit dir passiert? Also, du hast gesagt, du siehst so ein bisschen zur Besinnung gekommen. Also, geht es dir jetzt eher besser oder geht es dir anders? Oder was macht Kunst aus einem? Kunst macht sicher gelassener. Also das ist sicher etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, was auch müssen lernen. Also ich war gesundheitlich recht angeschlagen gewesen. Und das lehrt einem dann einmal einen Gang runterzuschalten. Oder vielleicht auch zwei. Jetzt haben wir hinten dran das Gelächter gehört. He? Wie ist das jetzt zum Zusammenwirken mit all denen? Oder so ein bisschen das Gesellschaftliche, das hier auch eine Rolle spielt, das Zusammenheben? Ja, das finde ich schön. Also es, vor allem, ich habe eigentlich noch fast niemanden kennt, obwohl wir alle in Werderberg wohnen. Und es ist wirklich spannend, auch zu schauen, was meine Kameraden da, Kameradinnen da machen. Also es ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, was wir in der Region, jetzt nur wir wenige da, eigentlich so machen. Und ich habe es nicht gewusst. Also ich finde das fantastisch. Da habe ich mich jetzt eigentlich speziell auf die Ausstellung habe ich mich ein bisschen damit befasst, so Tiermotiv zu machen. Und habe jetzt eigentlich immer Familien probiert zu machen. Also da haben wir den Vater vom Tiger, dann haben wir die Mutter vom Tiger und den Jö-Effekt, das Baby. Und das habe ich jetzt von diversen Tieren gemacht. Wie machst du das? Aus dem Kopf oder mit Fotos? Also Werderberg-Bilder, da gehe ich Städtli, mache Fotos mit dem Handy. Ja. Wenn die Fotos so schlecht sind, dass ich nicht weiss, was ich fotografiert, dann muss ich halt nochmal gehen. Ja. Viecher, das sind schon, mache ich schon Bilder. Dann suche ich mir Bilder aus und dann probiere ich. Und da habe ich jetzt, ja, mich auch ein bisschen ausgetobt, dass ich neben den Tieren habe ich mir, ich probiere einfach. Ich habe das nie gelernt, ich probiere einfach. Ich schaue im Internet, wie man etwas machen kann. Und ja. Und wenn es gelingt, dann gelingt es. Und wenn es nicht gelingt, dann höre ich es in den Kübel rein. Da habe ich überhaupt keine Mühe, wenn ich schon 10 Stunden, 15 Stunden dran war. Wenn es nicht geht, der Gummi mehr zum Einsatz kommt als ein Bleistift, dann verreisse ich es. Dann habe ich mal schon einen grossen Schritt gemacht zum Kübel. Und dann ist es erledigt und dann fange ich nochmal von vorne an. Also du bist der Fotograf? Jawohl, genau. Aber
Spezieller Fotograf, stelle ich da fest, he? Nein, speziell nicht. Ich bin ein Hobbyfotograf, der gerne in der Natur ist und wo gerne schöne Bilder macht. Auf Beobachtung, auf einen Blickwinkel kommt es an, he? Ja, das ist so, ja. Ganz genau. Was ich feststelle, du legst Wert auf irgendwie wirklich warme Farbentöne, he? Ja, halt Natur. Natur, Natur ist warm, ja. Natürlich, ja. Genau, bloß im Winter ist es eiskalt. Im Winter ist es kalt. Ja, ja, wobei es drückt manchmal noch. Gell? Gewisse Leute haben das Gefühl, der Schnee ist immer blau und dann manchmal ist es ein bisschen rötlich und so weiter. Es täuscht manchmal noch so ein bisschen. Was machst du jetzt hier? Wir helfen. Aha. Jetzt sind wir am Helfen, die Bilder zusammen. Es macht nichts aus, was tut sich hier drüben. Jetzt müsstest du bloß unterhalten. Jetzt müsste ich hier heben. Aha. Jetzt müsste wir das irgendwie da rüber. Jetzt was zeigt sich das, wie wir da zusammen arbeiten. Ja, genau. Hei, 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 hei. Ja, das kann man nachher schieben. So, jetzt müssen wir das vielleicht hier in die Mitte machen. Jetzt mal sehen. Magst du lange? Nein, nicht. Ich probiere es. Das ist nicht gegangen. Hörst du, das ist das ist auch schön, gell? Also zusammen arbeiten. Ja, das ist sehr schön. Genau. Ja, also bei mir ist es konstruktiv-konkrete Kunst. Man sieht es ja an den Quadratlern und Dreieck und Rechteckler. Und dann setze ich halt entsprechend dann die Farbe und ich bin sehr gern immer im komplementären Bereich. Man sieht es hier mit Grün und Rot. Und das ist mein Fokus, den ich sehr schätze, hier unten, das Schwarz-Weiße, aber das hängt noch nicht. Das ist noch extrem tricky, gell? Da kannst du ganz verschieden anschauen und wirkt auch ganz unterschiedlich, wie man es anschaut. Ja, und ganz anders. Und wenn man ein Prisma hat, sieht man da sogar noch die Komplementärfarbe, was ich immer ganz lustig finde. Für Schulklassen ist das schön. Und wenn du so ein paar Mal dran vorbeilaufst, könntest du fast schwindlig werden, he? Nehme ich an. Fast, aber wenn du beim Fokus bist, dann hast du ein Rechteck oder ein Quadrat und da bist du sehr schön gemittet. Ja. Und deshalb heisst es auch Fokus. Wie bist du jetzt auf das gekommen? Ja, ich habe ein Kunststudium gemacht und in diesem Kunststudium hat sich im letzten Semester rauskristallisiert, dass ich wunderbar mit diesen geometrischen Formen rumlaborieren darf und gehe. Und dann hat mir meine Dozentin gesagt, kümmere dich mal um diese Richtung, ums Konstruktiv-Konkrete. Und dann habe ich mir natürlich das 20. Jahrhundert angeschaut und Löwensberg und Max Bill und Täuber, das ist alles diese Zeit. Und da habe ich es dann daraus geschöpft, meine Schaffenskraft. Und dann knobelst auch noch und tust auch mit dir selber ein bisschen ringen. Also. Ja, Mathematik, das ist zum Beispiel nach Fibonacci gearbeitet. Ah, genau. Und ich berechne auch wirklich meine Formen und Größe. Das muss halt so berechnet werden, sonst wird es nichts. Oder für mich langt es dann nicht. Ich bin ein bisschen kopflastig. Und zum Teil hat das Gefühl, übermal ist jemand mal etwas, wenn es nicht ganz geraten ist. He? Ja, dann ist das nicht tragisch, dann wird es korrigiert oder anders bemessen und, oder kommt eine weiße Farbe drauf, dann wird es für eine andere Leinwand benutzt oder für ein anderes Sujet. Kein Problem. Da an das Quadrätle, dann ist es ganz ruhig. Genau. Gell? Und dann vibriert es auch nicht. Und zum Fokus muss es ja vibrieren, oder? Da brauche ich ja eine Vibration, wenn dann das Fokus ist. Genau, das macht es so lebendig, oder? Ja, das macht es lebendig und es ist richtig berechnet und dann haut es hin. Alles klar. Und erzähl Ihnen mal von dieser Figur, die ihr so liebevoll hier bewerbt. Wir machen das miteinander, meine Mama und ich. Und das ist Raku. Das ist so, dass man es formen tut, wie eigentlich, wenn man Geschirr formt, dann tut man es einmal brennen. Und dann ist es so, dass man es nachher in einen heißen Ofen rein tut. Und dann tut man es bei 1000 Grad rausnehmen und tut es nachher ins Sägemehl rein. Und dann gibt es so die schönen Risschen und so, die es gibt. Und ja, wir leben mit unseren Figuren, die wir hier auch haben. Und wir machen das miteinander. Und ein Hobby. Ja. Geht es miteinander? Ja. Wir kommen etwa mal hintereinander, aber das ist nicht so schlimm. Nein, wir haben einen regen Austausch. Ja. Das ist es, oder? Ja. Aber du bist richtig liebevoll, gell? Ja, zu dem Köpfli. Ja. Und zu der Tochter, gell, wunderbar. Ja, sie ist schon 80 und dann nachher muss man sagen, sie ist noch so fit und kann derge Sachen auch noch machen. Ja. Und das ist doch super, oder? Wenn man das miteinander machen kann. Ja. Dann haben wir natürlich noch einen Haufen hier, gell? Einen Haufen mehr, die wir anschauen. Ja. Die hier oben sind noch von euch. Ja, das sind Tappenzeller. Was sind das? Tappenzeller? Ja, genau. Ja.
Wie kommst du so auf Appenzeller? Weil mein Freund eine Bäckerei hat in Brüllisau, also die besten Nussgipfel im Alpsteigen wird. Und ja, und dann nachher ist da natürlich der Bezug. Und ja, wir haben dort dann auch etwas, das wir ausgestellt haben. Und durch das ist ja eigentlich Appenzell und St. Gallen ist nicht weit auseinander. Und durch das, ja, lebt man ja mit diesen Figuren. Und ja, vielleicht ist das Nächste, dass wir einen Bündner machen. Was hast denn du gesagt, als die Tochter auf einmal mit Appenzeller gekommen ist? Da? Ja, also ich habe schon zuerst habe ich schon das Gefühl gehabt, ah nein, das gibt es ja eben, nicht. Gell? Hast du schon ein bisschen schwer getan, gell? Ehrlich, als ja. Werderberger hier einen Appenzeller bringen, nein, eben, gell? Das geht gar nicht. Aber jetzt mit diesen Figuren hier oben, gell? Aber es ist tipptopp. Es ist ganz ein angenehmer. Du, und ein guter Beck. Und mit diesen Figuren hast du gekappert? Mit ja, den Appenzellern genau. Hier oben, gell? Nein, nicht ganz. Beim Skifahren. Aha, okay. Der Hans Schwendener, das ist ein guter Kollege von mir. Und der hilft mir oder hilft uns bei diesen Sachen machen. Wir malen es ja. Und die Teller, die haben wir von Hand gemacht. Das sind Porzellanteller. Um Gottes Willen. Die machen wir auch, die machen wir so. Da werde ich auch mal ganz erfüllt beim Zuschauen, bei diesen Pinseln. Genau, richtig. Also der ist von Hand geformt und diese Sachen sind dann mit der Drehscheibe geformt. Und da haben wir noch Geissen, die auch im Rakko-Stil sind. Die machen wir auch noch. Also das ist auch ein Rakko-Brand. Hier haben wir die Kerzenständer und hier haben wir den Engel. Das ist der gleiche Brand, den wir am Anfang erklärt haben. Und auch die Geiss, das ist auch Rakko. Und ja. Kann man bei euch einen Kundenwunsch eingeben, wenn jemand sagt, ich möchte das und das und dann darfst du es umsetzen? Ja. Also weißt du, wie ist der Teller zum Beispiel beim Malen? Ja, genau. Also es ist so, wir sind, wie die Mama gesagt hat, wir machen das als Hobby. Und darum, wir leben nicht von dem. Und das ist wirklich unser Hobby. Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen länger warten, wenn man irgendetwas macht, weil ja, ich bin im Winter immer unterwegs und auch im Sommer habe ich nicht, manchmal nicht so viel Zeit. Und eben, wie gesagt, wir machen, wenn wir etwas machen, dann ist es nicht einfach nur in Produktion, sondern dann ist es wirklich so, dass man halt dann stundenweise an etwas dran sind. Ist das ein Ausgleich? Ja, das ist sehr ein Ausgleich. Also immer unterwegs. Was bist du denn unterwegs? Also? Ja, ich bin Leiterin Nationales Leistungszentrum Ski Alpin Ost. Jawohl. Und ja, wir haben dann mal irgendwann einen Ausgleich gesucht, um ja, mit dem, dass wir unterwegs sind, etwas mit den Händen zu arbeiten. Und dann habe ich einen Kurs gebucht und dann konnte ich nicht gehen. Und dann habe ich zur Mama gesagt, jetzt musst du einspringen. Und dann ist sie gegangen und dann hat sie das Töpfern auch fasziniert. Und so sind wir eigentlich zu dem Ganzen gekommen. Und ja, und jetzt ist es schön, dass wir miteinander Zeit können verbringen und eben, wir können so einen regen Austausch haben und immer wieder neue Sachen probieren. Und wie gesagt, der Papa macht dann die ganzen Gestelle rundherum und eben mit dem Hans Schwendener habe ich immer einen regen Austausch. Und wenn da ein Brennen geht oder sonst irgendetwas, ist er da und tut ja, fast wie eine Lehre, so mich unterstützen oder uns unterstützen. Meiter Adig hat ja kurz nachdem ich mit Trainer aufgehört habe, gesagt, Zeit ist kostbar, gell? Ja, genau. Irgendwie, das ist jetzt irgendwie, oh, der Teil von dir, hat das auch etwas mit dem zu tun? Ja, genau. Also das ist sicher etwas, wo eben der gute Ausgleich ist. Und ja, ich finde irgendwo ja, nebenzu, dass man dort gleich noch etwas so hat und mich kann so auch ein bisschen entschleunigen. Und von dem her ist es auch schön. Dann hast du die Tochter, die könntest du mal noch ein bisschen daheim, gell? Ja, zusammen. Ja. Sonst wären sie alle wieder unterwegs. Ja, sie wären also schon viel. Sie ist viel unterwegs, ja. Hat sie die Betriebsamkeit ein bisschen von dir? Ja. Übernommen? Nein. Nicht? Nein. Das ist schon mehr der Papa. Der Papa, hat sie gesagt. Es ist mehr der Papa. Ja. Ist eindeutig. Was sagst du da dazu? Ja, ich glaube, wir sind ein gutes Familienunternehmen. von der Mama, zum Vater und zum Bruder und zu allen. Und ja, wir sind mit dem ganzen Sport sind wir fasziniert und auch mit diesen ganzen kreativen Sachen. Und bei uns läuft immer etwas. Und ja, die Eltern sind jetzt, Mama ist 80, der Papa wird nächstes Jahr 80 und sind noch fit wie die Turnschuhe. Und ich glaube, das ist das, was einem jung hält, dass man immer schaut, dass man neue Sachen macht und dass man immer dran ist und so. Und schön ist, dass man miteinander Zeit verbringen kann. Ja, du.
ja. Kunst erhaltet jung, he? Ja, das stimmt, das stimmt. Und 80 ist ja noch nichts. Ja, etwa mal schon. Schon? Ja, ja. Komm jetzt, ja. Ich bin auch noch dran. Jetzt, bei dir geht es noch eine Weile. Aber ist doch gleich schön, oder nicht? Weißt, ja, man, sicher. Ist eine Aufgabe schön, ich habe jeden Tag mit meinem Velo gepostet und ich gehe jeden Tag auf die Buchs raus, dass ich ein bisschen Bewegung habe. Ja, das ist ja so das, was ich mache. Und dann helfe ich der Petra wieder, wenn sie etwas zu tun hat. Ja. Super. Also wunderbar, wirklich zusammenwirken.